Ein herzliches Willkommen hier zu Let's Play DayZ. Hier ist wieder euer LT Rustikal und ihr seid live dabei. Ja, wir spielen wieder DayZ und wir wollten ja in Richtung Airfield gehen. Er ist ein bisschen hungrig. Ah, dann wollen wir mal kurz was essen. Wenn ich das höre, dann höre ich, dass jemand hier connected. Das ist immer, ich mag das, wenn ich diesen Sound höre. Oder der ist unsichtbar. Aber das kann ja nicht sein. Ja, ihr fragt euch mit Sicherheit von wegen, wann kommen denn die anderen drei Spaßkanonen denn wieder? Das wird in den nächsten Server-Sendungen so sein, dass die wieder dabei sind und mich ein bisschen unterstützen werden. Aber versprechen tue ich jetzt nichts. Ich denke mal, die sind auf jeden Fall dabei. Aber Zeit ist bekanntlich Geld und Geld hat keiner. Und ja. Er soll rennen, aber will nicht so richtig rennen jetzt. Ich bin ein bisschen erkältet, das ist ein bisschen doof, aber ist halt so. Und der Regen, der macht es mir jetzt gerade nicht unbedingt leichter von der Aufnahme. Wir kommen jetzt gleich in ein kleines Dörfchen. Und dann diesem Dorf aus müssen wir uns rechts halten, um in ein ins Airfield zu kommen. So, wir sind jetzt hier gleich bei diesem Dorf. Wir suchen vorher noch mal ganz kurz diese Häuser hier und hoffen, dass hier keiner in der Nähe ist oder kein Zombie. Zombie ist doof. Sein. I feel hungry. Du hast gerade was gegessen, war schon wieder. Oh mein Gott, du bist schlimmer, als würdest du bei McDonald's essen wollen. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, rübersteigen, das wäre mit dir sehr verbunden. Dankeschön. Hier ist auch nichts. Ja, in diesem Dorf ist nicht wirklich viel zu holen, glaube ich. Komm her. Ich wollte sagen, fällt der auch mal um oder ist der nur zu zierte da? Meine Herren. Beute ist echt mager. Muss man ja so mal sagen, oder? Da war wohl schon jemand drinnen.
Gott, fall eklig um. Mann, Mann, Mann. So. Auch nichts. Nix, nichts. Das ist nicht gut. Ich glaube, in dem Haus waren wir noch nicht drin. Da gehen wir mal ganz kurz rein, aber ich bezweifle, wenn hier in den ganzen Häusern nichts drin war, wird hier auch nichts drin sein. Nein. Ja, schade. Also Häuser schlecht. Klar, brauchen wir nicht gucken, da ist auch nichts drin. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Gleich müsste irgendwo ein rechter Abzweig kommen. Wir rennen einfach mal. Ja, ich weiß, es kostet Energie und hier und da. Ist auch alles richtig so, aber ich will eigentlich zeitig beim Airfield ankommen. Um dann wieder zurückzulaufen in die Stadt. Denn da in der Nähe sollen ja meine Freunde sein. Ne, da ist nichts im Weg. Ich habe jetzt gedacht, das ist im Weg. Oder ganz so eine Tafel war, so eine kleine. Airfield ist deswegen interessant, weil da vielleicht noch Waffen sind oder andere tolle Gegenstände, die ich benutzen kann. Mitten auf der Straße, aber da der Server gerade nicht gut besucht ist, und das gefällt dem Papa natürlich, ja, kann ich mir das erlauben, mit auf der Straße zu essen, den Zombies. Die hört man ja, dann kann man kurz sich umdrehen und einmal kurz klack machen, und dann ist der auch schon tot. Der nächste Patch, der kommen soll, oder es ist das Gerücht, dass demnächst auch Horden von Zombies kommen können, das bedeutet, nicht nur ein Zombie, nicht nur zwei Zombies, sondern 3, 4, 5, 6, 7 Zombies, die dann wirklich auf dich zukommen. Bedeutet, man hat Stress. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Bin mir aber nicht sicher, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Aber scheint so. Wenn ich gleich ein Airfield sehe, dann ist gut. Wenn nicht, dann habe ich mich ein wenig verlaufen, aber das wollen wir doch nicht, oder? Jetzt müsste gleich kurz vorm Airfield so eine Abzweigung kommen, aber da hinten, das sieht schon nach Airfield aus, so ja. Ein bisschen, oder? Ja. Ich bin richtig. Ich muss es einen linken Schwung machen und da müssen wir auch lang. Genau. Da ist nur ein
kleines Airfield, Privatflughafen oder so, was auch immer. Aber vielleicht hilft uns das ja. Wer weiß. Wir müssen dann eh wieder nachher zurück. Also von daher gucken wir lieber hier die Umgebung nach. Das hoffe ich natürlich, dass das hier aufgeht. Das Ding. Aha. So, kann man hier schon in den ersten Gebäude rein? Da nicht. Da auch nicht. Airfield bedeutet auch eigentlich immer irgendwo Zombies. Andererseits, ja, kann uns das da gerade egal sein. Komm, gucken wir mal, wie schnell wir rennen. Vielleicht heben wir ja ab. Hey! So, nein. Scherz beiseite. Die Leute, die mich ja kennen und wissen, dass ich hier Let's Player, wissen, dass ich relativ vorsichtig eigentlich bin, aber hier jetzt macht das gar keinen Sinn. Ich meine, das kostet Zeit und Zeit kostet, kann das bedeuten, dass jemand hier jetzt gerade joint und in dem Moment, wie jemand hier joint. Ich habe doch gedacht, ich habe jemanden gehört. So, meine Freunde. Nee, ich lasse die an, die sind noch relativ fit, die Dinger. So, wir haben hier ein Magazin. Wenn er jetzt Bett Deadly. Aha, das ist gut. Ja, ich muss das kurz wieder zurücklegen, weil scheiße halt. So, das nehmen wir mit. Was ist mit dem Boots? Sind die denn wenigstens gut? Damage, Green Boots. Nehmen wir die. Ziehen wir die an. No, lass die anderen hier liegen. Ah, sie ist denn das? Da ist was zu futtern. Müssen wir auch kurz liegen lassen. Müssen wir ein bisschen Platz schaffen. So. Wir müssen hier ein bisschen haushalten mit unserem Platz. Das ist nämlich nicht viel, was wir haben. Schlachtermesser, das braucht keiner. Ja, das ist doch schon mal schön. Wir haben Platz bekommen. Platz bedeutet, hier kommt Munition rein. Munition, Munition, Munition. Hier kommt Munition rein. Da kommt das hin. Das ist, keine Ahnung, das kommt auch dahin. Aber dann haben wir hier eine Reihe, wo wir zu trinken. Medikamente auch mal noch da oben hin. Trinken. Essen. Essen, essen, trinken. Essen. Hier gucken wir mal, was wir da nehmen. Gefällt mir. Wir müssen mal gucken, ob jemand hier auf den Server gejoint ist. Da ist keiner gejoint. Steht da auch. Da war noch eine Pepsi und da war ein Halfter. Können wir den nehmen oder nicht? Ne. Entweder oder, aber da muss ich ganz klar gegen den Halfter entscheiden, denn ich brauche hier Platz zum Trinken, ehrlich sein. Vielleicht habe ich Glück und ich kriege gleich eine größere Tasche, aber. Ja, du sollst die nicht finden. Natürlich nicht. So, was haben wir?
nehmen wir einfach mit. Ja, das war's. Das ist aber ein bisschen zu weit leer. Und wie leer ich von mir. Guten Morgen. Und jetzt hat sich gerade hier eine Werbung aufgemacht. Ja. Tut mir leid. Kann man hier auch rein? Nee, ne? Ah, weiter hinten. Tür offen. Vielleicht war die Tür schon auf. Weiß ich nicht. Wir gehen einfach mal rein und gucken uns das Spielchen hier an. Oh, sieht das geil aus. Ah, braucht man nicht. Noch mehr zu trinken. Jetzt ist jetzt die Frage, lohnt es sich die Würfel nur was zu trinken mitzunehmen oder nicht, aber ich nehme einfach mit. Da habe ich natürlich keine Probleme, was das angeht. Ja, ich habe die eine Pepsi einfach liegen lassen, ich weiß. Das war's gut. Oh, das gefällt mir. Passt. Nochmal Tausch. Das gefällt mir jetzt richtig gut, muss ich sagen. Hey, mein Gott. Also diesmal lohnt sich das, dass ich mich hier jetzt eingeloggt habe. Ehrlich. Muss ich ja zugeben. Aber ich muss aufpassen. Deswegen gehe ich gerade eben wirklich die Runde. Da hinten, die Hangar, die werde ich mir gleich definitiv noch zur Brust nehmen. Aber hier oben ist nichts mehr. Ich gehe die Treppen runter. So. Ich gehe lieber die Treppen runter. Das ist mir sicherer. Naja, wahrscheinlich lacht ihr euch schon eines Fäustchen und wartet darauf, bis ich das nächste Mal wieder runterfalle. Oder ihr macht Betten oder so. Heimliche Sportbetten. Bei Tipico. Wann fällt El Touristica das nächste Mal runter? Was soll ich sagen? Da gibt doch was auf hier. Aber die Ausbeute ist schlecht. Spraydose. Kann ich die verwenden? Ein Hammer. Ich habe jetzt die Spraydose einfach mal mitgenommen, auch wenn das vielleicht gar keinen Sinn hat. Warum denn nicht? Bin immer noch alleine auf dem Server und ich denke mir mal, da können wir noch ein bisschen aufnehmen. Ah, guck mal, da sind Freunde. Wenn hier Zombies in der Nähe sind, habe ich die jetzt alle aufgeweckt. War gar beabsichtigt, muss ich sagen. Weil halt ist so. Ne, weil, wenn jetzt Zombies in der Nähe sind, möchte ich hier in Ruhe reingehen können. Und dann sollen die mir hier jetzt auf die Eier gehen und wieder später. Also in den Hangar war nichts drin. Und wo ist denn da oben? Ist eine Stadt oder was? Kleines Dörfchen. Ist die Frage, lohnt sich das Dorf abzugehen und dann wieder zurückzukommen bei der nächsten Sendung? Wir wissen es nicht. Ich werde da vielleicht nochmal hingehen. Da stand mir noch ein Zombie.
Aber den war ich, gucke ich gleich. Was ist denn hier? Gerne mit. Patronen ist immer gut. Ich sag ja, wie Indiana Jones. Ja. Ich glaube, ich kenne den Bereich hier. Ja. Ich glaube, ich kenne den Bereich. Ich glaube, ich bin schon hier einmal gestorben. Heißt nicht, dass ich jetzt sterben werde, aber... Was haben wir denn? Kassette. Na, sollte ich nicht haben. Soll jemand anders haben, wenn er hier joint? Freut er sich vielleicht? Ich nicht. Also, wenn mir das einer eben gesagt hätte, den hätte ich ausgelacht. Army Pants. Pants. Ne, da ist jetzt nicht viel, was ich jetzt anhabe. Ich habe hier, glaube ich, noch einen Bus und Rucksack, was ich jetzt eben anhabe. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, 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 da. Da, da, da. Okay, jetzt habe ich natürlich einen anderen Rucksack an. Kein getarnt mehr sozusagen. Aber das ist auch völlig uninteressant, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin. Ganz ehrlich, das ist mir völlig wurscht. Ich weiß noch nicht, ob ich in den Dorf gehen werde. Ich bin da echt noch unsicher. So, hier rechts kommt dann das. Genau, dann haben wir nicht genug Platz. Ja, und ist noch mehr Bereits in der. Das ist ja geil, das ist ja mal richtig. Scheiße. Oh mein Gott. Ich mach gleich so Handel, so, wisst ihr, so. Andere machen wollen Rose kaufen, ich machen wollen Patrone kaufen, ich komm vorbei. Das Pepsi brauche ich nicht mehr, ich hab echt. Aber schau mal, ich guck jetzt irgendwie im Bett der Weg. War aber eine schnelle Liebe, oder? Können wir wieder wegpacken. Die Frau wird nicht weiter auf die Nerven geben. Da sind auch noch Häuser. Die Frage ist, will ich da hin? Ich weiß auf jeden Fall, wo ich da hinkomme. Aber wirklich, die Frage ist echt, will ich dahin?
cooler fände, wenn man die auch nicht looten könnte, dass die vielleicht noch was mit haben. Weil es muss ja nicht unbedingt jetzt was Tolles sein. Der Kleinigkeit ist das Blut, wieder Zeit zu tun. Da ist irgendwas drin, aber das kann ich glaube ich nicht gebrauchen. Ne. Das war's auch schon, was hier drin ist. Die Frage ist, ob ich jetzt vielleicht sogar eine Runde laufe. Laufen bedeutet im Endeffekt, muss ich mich jetzt gleich sicher einstellen, dass ich Airfeld umgehe. Aber ich bin dann relativ weit, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken. Da sind die Häuser. Ah, ich komme nach Corsa sowieso. Ich hoffe, jetzt habe ich kein Zombie angegriffen, das tut mir weh. Falsch. So. Hier irgendwo ist eine größere Stadt. Die Frage ist, lohnt sich das? Und ich sage nein. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich logge mich gleich im Airfeld aus, logge mich dann ein, nehme eventuell nochmal Spawns mit, die ich dann kriegen kann da, und laufe dann wieder zurück zur einen Stadt, wo wir eben schon waren, wo wir gerade herkamen. Und dann treffen wir uns, denke ich mal, mit Schoko, Bradfield und Marco. Denn die Information von Marco habe ich ja bekommen, der ist noch nicht in der Nähe. Der ist noch nicht so weit, dass ich ihn sehen könnte. Der muss erstmal laufen. Und sich Equip anschaffen, so wie ich jetzt gerade im Moment. Also patronenmäßig muss ich ehrlich sagen, da macht mir glaube ich jetzt gerade keiner was vor. Da ist wirklich alles dabei. Für jeden etwas. Nur, das Problem ist, hier kannst du ja mit keinem handeln, beziehungsweise die meisten töten dich ja direkt, wenn du anfängst. Hau, ich hab hier das und das, deswegen. Psst. Um die Leute ein bisschen zu verarschen. Einfach alles zu. Dann weiß keiner, dass hier schon jemand drin war. Oder guck mal, da freuen die sich doch über diesen Rucksack, über diesen tollen Rucksack. Ich hab da nochmal Wasser, sehe ich gerade. Hey, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Dafür schmeißen wir was raus. Da freuen sich die anderen. Guck mal, da sowas Tolles, oder? Jetzt setzen wir es hin. Das war's jetzt auch schon wieder. Ich mache das jetzt nicht hier hin, das heißt das. So. Das war's jetzt auch für mein Let's Play. Ich bedanke mich herzlich fürs Reinschalten und hoffe, es hat euch gefallen. Liken, abonnieren, teilen. Das war's, euer LG Rustikal. Bye, bye.